Am Rande der Straße stand ein einsamer und kranker Hund. Er litt an einer fortgeschrittenen Form von Räude. Seine mit Kruste bedeckten Ohren bewegten sich nicht mehr und standen senkrecht zum Kopf. Viele Autos fuhren vorbei, aber keines hielt an, um dem unglücklichen Tier zu helfen. Ab und zu flogen Essensreste aus den Fenstern der Autos, die der Hund schnell verschlang. Aber meistens blieb er hungrig. Doch alles Schlechte hat ein Ende. Eines Tages bemerkte ein Mädchen namens Andrea den Hund. Und sie konnte nicht an einem Lebewesen vorbeigehen, das Hilfe brauchte. Sie beschloss, den Hund mit nach Hause zu nehmen. Am nächsten Morgen rief Andrea den Tierarzt an und beschrieb die Symptome des Hundes. Aber er riet ihr, sich nicht unnötig zu quälen und das Tier einzuschläfern und sich stattdessen einen gesunden Haustier zu holen. Aber Andrea war nicht jemand, der die Flinte ins Korn warf. Sie fand im Internet Informationen über die Behandlung von Räude bei Hunden und machte sich an die Arbeit. Sie badete ihn mehrmals in einem speziellen medizinischen Bad, was positive Ergebnisse zeigte. Schon am Tag nach den Behandlungen fühlte er sich deutlich besser. Als sie in seine fröhlichen und vertrauensvollen Augen sah, erkannte Andrea, dass sie die richtige Entscheidung getroffen und sich nicht zum Einschläfern bereit erklärt hatte. Jetzt wusste sie genau, dass der Hund gesund werden würde. Eine so fortgeschrittene Form von Räude, wie sie Benji, so hieß der Hund nun, hatte, war sehr schwer zu Hause zu behandeln. Andrea erfuhr von Fachleuten über die heilende Wirkung von Kokosöl und begann, dem Hund täglich die Haut damit einzureiben. Außerdem bekam er Antibiotika und gesunde Nahrung. Andreas Bemühungen wurden belohnt. Benji verwandelte sich vor unseren Augen von einem vom Leiden gezeichneten Tier in einen echten Rassehund, bei dem sein eigener besonderer Charakter zutage trat. Benji begann, seine Retterin um ihre anderen Haustiere, eine Katze und einen Hund, zu beneiden und veranstaltete regelrechte Eifersuchtsanfälle. Ansonsten war er das fröhlichste und freundlichste Haustier, das es liebte, mit allen Familienmitgliedern am Strand spazieren zu gehen. Als Benjis Fell vollständig nachgewachsen war, sah er aus wie ein kleiner Bär. An seinem Aussehen war nicht mehr zu erkennen, dass er noch vor kurzem auf der Straße gelebt hatte. Andrea erzählte, dass ihr Benji mit jedem Tag schöner wird und rät allen, sich ihre Haustiere auf der Straße auszusuchen, denn dort kann man ein echtes Kleinod für sich finden. Wir unterstützen Andrea voll und ganz. Man muss sich nur umsehen, und man findet garantiert seinen vierbeinigen Freund. Und man muss dafür nicht unbedingt in ein Geschäft gehen, denn echte Freundschaft kann man für kein Geld der Welt kaufen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.